Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück bei Animal Crossing New Leaf. Ja, ich habe herausgefunden, dass es doch relativ einfach ist, die Zeit und das Datum zu verstellen. Und zwar, wenn wir jetzt hier wieder auf unseren Spielstand gehen, dann fragt uns Melinda nämlich folgendes. Hallo Bürgermeister T4DX, in Vertigo ist es jetzt 13.27 Uhr am Samstag, dem 17. September 2022. Ja, das ist nämlich auch genau die Uhrzeit, zu der ich jetzt den zweiten Part aufnehme. Allerdings ist das jetzt ja auch schon wieder 6 Tage her und wir wollen ja eigentlich, ne, immer so einen Tag später machen. Dementsprechend, also dann sollen wir loslegen? Noch nicht, kann ich hier nämlich ankreuzen und dann kommt, im Moment kann ich dir bei folgenden Dingen behilflich sein. Zeit einstellen. Oh je, ist meine Uhr aus dem Takt geraten? Sag mir doch bitte die korrekte Uhrzeit und am besten auch gleich das heutige Datum. So, und hier können wir jetzt nämlich einstellen, wie wir lustig sind, ja? Ich werde keine großen Zeitsprünge und so weiter machen, von wegen irgendwie 3-4 Monate, damit wir irgendwie eine andere Jahreszeit dann haben oder sowas. Das ist natürlich Schwachsinn, da gibt es auch einige Nachteile, wenn man hier so Zeitreisen technisch was macht. Aber wir stellen jetzt einfach mal den 12.9. ein, denn der erste Part kam ja am 11.9., beziehungsweise ich habe ihn am 11.9. aufgenommen. Und dann machen wir jetzt einfach mal, dass wir in-game einen Tag weiter sind, und zwar 13.37 Uhr ist in Ordnung. Mitten am Tag, ne? Ein bisschen nachmittags. Stimmt das so? Ja. Sehr gut, jetzt sollte die Zeit stimmen. Also soll es losgehen? Jetzt kann es losgehen. Verstanden, ich werde sofort alles vorbereiten. So, und indem wir das jetzt nämlich immer so machen, dass wir immer so ein bis maximal 2 Parts an einem Tag verbringen und danach dementsprechend immer einen Tag vorstellen, kann ich ganz unabhängig von der realen Zeit hier aufnehmen und das ist egal, ob es Tag oder Nacht ist. Ich werde immer wieder so ein bisschen ein paar Tage dann auch am Tag aufnehmen und ein paar Parts am Tag aufnehmen und ein paar Parts in der Nacht aufnehmen. Aber wenn die Geschäfte nur tagsüber offen haben, dann macht es jetzt am Anfang natürlich Sinn, dass wir tagsüber das hier einstellen. Oh, da fällt mir noch was ein. Ich möchte dir noch ein paar wichtige Grundlagen deiner Arbeit als Bürgermeister erklären. Wenn du Zeit hast, komm bitte ins Rathaus und setz dich dort auf deinen Bürgermeisterstuhl. Das werden wir auch gleich noch machen, das gehört damit zum Tutorial dazu. Aber wenn es einen Tag weiter ist, dann können wir jetzt hier endlich, dann hat er jetzt seine Berechnung für unser Haus durchgeführt und dementsprechend können wir anfangen, unser Haus abzubezahlen, ja? Das ist nämlich so das, was ich mir für den heutigen Part so gedacht habe. Oh, hallo Bürgermeister T4DX, ich habe Post für dich. Ich habe sie dir in den Briefkasten geworfen, also schau mal dort nach, wenn du Zeit hast. Wenn dein Briefkasten voll ist, kann ich dir keine Briefe mehr zustellen, also leer ihn bitte regelmäßig aus. Dass du Post hast, erkennst du an diesem kleinen blinkenden Symbol an deinem Briefkasten. Also gut, ich muss weiter. Tschö. Gut, willkommen zurück. Also auch ganz offiziell wieder hier in Vertigo. Es ist übrigens so, dass immer je nach Stunde eine andere Musik spielt. Das heißt, von 13 bis 14 Uhr spielt eine, von 14 bis 15 Uhr spielt eine und dann immer so weiter und so fort. Dementsprechend werden wir auch immer unterschiedliche Musik hören. Die jetzt gerade spielt, ist einer meiner Lieblingsmusikstücke in diesem Spiel. Weil es hört sich einfach geil an, oder? Ist so meine Meinung. Gut, wir gucken mal. Was haben wir denn für Post? Ein Geschenk und einen normalen Brief. So, und hier unter diesem Reiter Briefe können wir uns das jetzt eben durchlesen. Von Nintendo, okay. Glückwunsch zum Umzug und viel Spaß mit Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo. Solltest du jede Hilfestellung benötigen, schlage in diesem Buch nach. Ja, okay. Aber hier kann man dann auch Geschenk entfernen. Und das auch gleich mal öffnen. Bedienungsanleitung, ja okay, ist wahrscheinlich jetzt nicht so wichtig. Unbekannter Absender. An T4DX. Glückwunsch zu deinem neuen Job im Rathaus. Eigentlich sollte ich der neue Bürgermeister werden, aber mir kam etwas dazwischen. Du schaffst das schon. PS, erzähl das bitte keinem. Ja, also das ist ja jetzt natürlich der richtige Bürgermeister, denn wir wurden ja eigentlich verwechselt. Nun gut, wir haben einige Sachen zu tun. Wir wollen einmal zu diesem Typen da gehen, der uns das Haus hier baut. Und mal nachfragen, wie sieht's denn... Oh, da oben ist passiert auch was. Erstmal reiß ich das hier raus. Weil Unkraut wollen wir hier nämlich nicht haben. Wir wollen nachfragen, wie es mit unserem Haus aussieht, ob er da Berechnungen durchgeführt hat schon. Und dann wollen wir uns natürlich von Melinda auch gleich erklären lassen, was wir denn so alles machen sollen als Bürgermeister. Was ist denn hier? Hier entsteht das neue Haus von Nadine. Wir bekommen also eine neue Bürgerin, Einwohnerin meiner kleinen Stadt hier. Nadine. Wer wohnt hier? Sarah. Ich glaube, das ist diese Giraffe da, ne? Oder was das da war. Gut, wenn hier ein gelber Vogel drauf sitzt, dann heißt das, dass wir immer neue Mitteilungen bekommen haben. Dementsprechend gucken wir mal ran. Wir fangen auch bitte ganz vorne bei den Hinweisen an. Am schwarzen Brett werden wichtige Informationen für die Einwohner von Vertigo ausgehängt.
Achso, das haben wir schon durchgelesen. Gut. Typhotix ist jetzt neuer Bürgermeister von Vertigo. Auf seine Zukunftspläne sind wir sehr gespannt. Hinweis, diesen Samstag findet das große Insektikus-Turnier statt. Macht euch auf die Suche nach seltenen Insekten und holt euch den Pokal. Genau, sowas gibt's nämlich auch. So eine Turniere, wo man angeln geht und Insekten fängt und so. Und wer da die meisten gefangen hat, beziehungsweise die wertvollsten, der ist eben der Gewinner. Hä, warte mal. Ich möchte an dem... Achso. Muss mich hier mit der Steuerung erst noch vertraut machen. Wir können diese Pfirsiche und auch jede andere Frucht uns jetzt hier vom Baum holen und einstecken. Wir können dann ein Loch graben und sie einpflanzen und dann wächst daraus ein neuer Baum. Dementsprechend fände ich es vielleicht ganz cool, wenn wir irgendwie hier so rechts so eine, also so einen Wald machen, so einen kleinen Mini-Wald, ja, wo quasi alle Bäume hinkommen. Vielleicht kommt der Stein hier auch noch weg oder so, oder wir lassen den da und dann kommen hier alle Bäume hin. Aber in der Mitte sind dann keine Bäume mehr, damit wir da Platz für andere Dekorationsmöglichkeiten haben. Das wäre vielleicht ganz cool, wenn wir das so regeln würden. Jetzt frage ich mich aber noch, was denn das hier für ein Zelt ist. Ist das eine Wahrsagerin oder was? Smeralda. Kihamoata, Kihamoata, Jehatatata. Du liebe Güte, du dich umgeben die Strahlen. Dich umgeben die strahlenden Auren strahlender Sterne. Ich, Smeralda, kann dir die Zukunft weissagen und weiß, wie du gar prächtige Schätze findest. Und das für nur 500 Sternis. Okay, das ist ein bisschen krass, das lasse ich erstmal bleiben. Selbst wenn das Glück hier heute ist, brauchst du noch Wissen, um seine Früchte zu ernten. Aber wenn du dich entschließt, das Schicksal walten zu lassen, auch diese Wahl entspricht deiner angeborenen Weisheit. Ich hoffe, dass du aus eigener Kraft deinen Weg zu finden vermagst. Lebe wohl. Ich weiß jetzt nicht, ob die ist bestimmt nicht immer hier. Die ist, ich glaube, das sind so Events, dass so irgendwelche Leute hierher kommen und so eine Special Events. Noch kann ich mir aber, glaube ich, 500 Sternis für eine Zukunftsvorhersage, kann ich mir noch nicht leisten. Okay, alles klar. Lass uns erstmal da bei Imunuk vorbeischauen, wie viel denn jetzt das Haus kostet, damit wir nicht irgendwie in einem Zelt schlafen müssen. Jetzt hat die Einkaufsmeile auch tatsächlich offen. Man kann hier überall reingehen in jeden Laden. Hier kann man ein Foto machen. Hier ist irgendwie, da kommt auch noch irgendwas. Aber erstmal sind die ganzen Sachen hier nicht ganz so relevant für uns. Vielleicht Nepp und Schlepps Laden. Der ist noch relevant, weil da kann man sich, glaube ich, diese ganzen Gegenstände wie Schaufel, Angel und so einen ganzen Kram kaufen. Willkommen, willkommen. Oh, willkommen, Typhotix. Hast du alle Vorbereitungen für deinen Einzug getroffen? Ich habe schon mal ausgerechnet, wie viel das Ganze kosten wird, Typhotix. Ja, ja. Wir können dir natürlich erst ein Haus bauen, wenn du uns den Auftrag gegeben hast, hm? Für die Anzahlung brauchst du gerade mal lächerliche 10.000 Sterne. Das geht tatsächlich sogar noch einigermaßen klar. Das machen wir. Sehr gut, der erste Spatenstich wird gemacht, sobald du die Anzahlung geleistet hast, hm? Keine Sorge, keine Sorge. In dieser Stadt gibt es viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Du kannst Früchte und Muscheln sammeln und sie in der Fundgruppe verkaufen, ja? Mit dem Geld kannst du dir im Laden einen Kescher oder eine Angel kaufen, ja, ja. Damit kannst du Insekten und Fische fangen, die du dann wieder verkaufst. Ganz einfach, hm? Besser als nach einer schlecht bezahlten Teilzeitstelle suchen zu müssen, ja, ja. Komm dann einfach wieder zu mir, wenn du 10.000 Sternis gespart hast. Viel Glück, viel Glück. Gut, 10.000 ist die Summe, ja? Vielen Dank. Das ist dementsprechend auch unsere nächste Aufgabe, hier 10.000 Sternis irgendwie zusammenzukratzen. Wir schauen mal erstmal, wie viel hier so die Grundwerkzeuge kosten. Ich hoffe nicht allzu viel. Ich hoffe nicht 1.000 pro Werkzeug, sondern eher sowas wie ein paar hundert. Willkommen, willkommen, ja, ja. Oha, kann es sein, dass du unseren bescheidenen Laden heute zum ersten Mal betrittst? Meinen älteren Bruder Nepp hast du aber schon getroffen, stimmt's? Fühl dich ganz wohl bei uns, ja, ja. Hier findest du eine Auswahl an verschiedenen Möbeln und sonstigen nützlichen Waren. Wie du siehst, ist der Laden klein, aber fein. Viel Spaß beim Einkaufen und lass dir Zeit. Okay, wir gehen das hier mal nacheinander durch. Die Glückskekse, ich meine mich zu erinnern, dass man dort irgendwie immer einen random Gegenstand oder irgendwie sowas bekommt. Tapete ist klar, das ist selbsterklärend fürs Haus dann zur Einrichtung. Was wir natürlich mit einem Zelt noch nicht machen können. Was ist denn das hier eigentlich nochmal gewesen? Ah, das Skyline-Papier, eine gute Wahl in der Tat. Eine Packung enthält 4 Blätter und kostet 160 Sternis. Nimmst du dieses Zollerangebot an? Nein. Verstehe, sieh dir einfach in Ruhe alle anderen Waren an. Hier gibt's dann so Sachen wie hier. Irgendwie Basketballkorb. Das sind hier, hier stehen dann so Sachen, die man sich ins Haus reinstellen kann. Möbelstücke, Einrichtungen. Und hier liegen meistens immer Gegenstände, die man tatsächlich dann
sehr gut gebrauchen kann, um hier verschiedenste Aktivitäten durchzuführen. Der Catcher, eine wirklich gute Wahl, 500 Sternis. Ja, logisch. Vielen Dank für deinen Einkauf. Ich bestätige hiermit von dir 500 Sternis erhalten zu haben. Funke in die Sternis. Übrigens, weißt du, wie man dieses Item verwendet? Wenn du willst, kann ich es dir kurz erklären. Ich weiß Bescheid. Das ist nicht so schwer. Wie du meinst, vielen Dank für deinen Einkauf. Und dementsprechend ziehen wir uns die Schaufel ja auch gleich noch. Auch 500 Sternis. In Ordnung. Ja, ich weiß natürlich auch, wenn man die Schaufel verwendet. Alles in Ordnung. So, wie viel waren der Glückskeks nochmal? Kann ich mir das theoretisch leisten? Ach so, stimmt. Stimmt, ich erinnere mich. Glückskekse kriegt man mit diesen Spot-Pass-Punkten. Oder wie hieß das da, diese... Ach, das sind noch Erinnerungen an damals, ne? Diese Punkte, wo man sein Nintendo da irgendwie mit auf einen Spaziergang nimmt und wenn man wieder da ist, hat man mehr Punkte. Also so für Schritte kriegt man Punkte und dafür kann man sich dann hier diese Glückskekse kaufen und da kriegt man, glaube ich, immer ein Random-Item geschenkt. Wenn du ihn isst, findest du darin einen Glückszettel. Manche davon sind so etwas wie Gewinnlose. Diese Gewinnlose kannst du bei uns gegen seltene Dinge eintauschen, die es sonst nirgendwo zu kaufen gibt. Nirgends. Ein Glückskeks kostet 4 Spielmünzen. Ich habe keine Ahnung, warum ich 42 Spielmünzen jetzt schon habe. Ob das wegen dieser Amiibo-Version mir geschenkt wurde, weil auf dem Emulator kann ich ja so eine Punkte eigentlich nicht sammeln, ne? Wenn ich jetzt aber 42 von denen habe, dann kaufe ich mir so ein Ding einfach mal. Ja, ich habe verstanden, dass ich das tauschen kann. Dann kann ich euch das auch mal gleich zeigen, hier. Dann hat man diesen Glückskeks, den isst man erstmal. Und dann kriegt man da so ein Ding. Das ist ein Glückszettel, da ist ein Glückszettel drin, da bin ich aber mal gespannt. Sport ist kein Hobby, sondern eine Lebenseinstellung. Nummer 41. Das ist auch wohl irgendwie ein wahrer Spruch. So, und dann kann ich hier, glaube ich, zu ihm gehen. Wir bitten um Verständnis, aber wir bieten leider kein Punktesystem für unsere Kunden an. Nein, nein. Möchtest du was? Glückszettel abgeben. Du willst ein Glückszettel gegen einen Preis eintauschen? Dann zeig mir bitte mal deinen Glückszettel, ne? Hier ist er. Jetzt kriege ich wahrscheinlich irgendein Sportgerät oder sowas. Mal sehen, Nummer 41. Glückwunsch, der Preis für die Nummer 41 ist ein Wii Balance Board. Hier, bitte, du Glückspilz. Ein Wii Balance Board. Versuch dein Glück so oft du willst. Ganz oft, ganz, ganz oft, damit wir Knete kriegen. Okay, das reicht erstmal. Danke für deinen Besuch. Komm bald wieder. Was ist denn hier eigentlich? Okay, da kommt man irgendwie nicht rein. Modelschneider ist dann für Kleidungsstücke und ich glaube auch Frisuren und sowas alles. Und das ist halt das Museum. Da gucken wir in den nächsten Parts dann noch rein. Das ist jetzt erstmal nicht ganz so relevant. Aber das zeige ich euch selbstverständlich auch noch. Jetzt wissen wir erstmal 10.000 Sternis. Wir haben jetzt, glaube ich, noch 1.000 oder irgendwie so. Und jetzt müssen wir irgendwie hier an Geld kommen. So, konnte man sich das irgendwie auch... Ne, ich musste immer ins Inventar gehen und den ausrüsten, ne? Genau. So, und jetzt kann ich hier eben hingehen und kann mir Insekten fangen. Aber ich musste dafür irgendwie schleichen, ne? Wie konnte ich denn schleichen? Ah, okay, so konnte man konnte doch zwischen den Ausrüstungsgegenständen irgendwie hin und her switchen. Gut, das ist gut zu wissen. Nein, warte. So. Aber wie kann ich denn schleichen? Das frage ich mich gerade, wie soll ich das machen? Oder musste man nicht schleichen, sondern nur irgendwie nicht rennen quasi? Ja, doch, tatsächlich. Auch wenn ich nicht renne, dann verscheucht es auch die Fische nicht. Unkraut ziehen wir immer gleich raus, wenn wir das hier finden. Vielleicht zeige ich euch erstmal was anderes, was man nämlich mit der Schaufel machen kann, wenn wir gerade keine Insekten finden. Damit kann man natürlich hier ausgraben, wenn man da so eine Sterne auf dem Boden sieht. Da findet man dann immer mal wieder was. Man kann aber auch das hier machen. Oh, okay. Ja, man kann gegen einen Stein gegenhauen. Ich habe ganz vergessen, dass es immer nur einen Stein gibt, der dann auch tatsächlich Geld gibt. Es gibt einen Stein, der gibt dir Geld. Wenn du gegenhaust. Und warum sollten wir jetzt nicht einfach mal hier nach diesem Ausschau halten? Ich guck mal einfach mal rum, wie viele Steine wir hier haben. Oh, ah, warte mal, wenn du jetzt mal hier... Ach komm. Jawohl, da haben wir ihn. Ein Zitronenfalter, wenn das Leben dir Zitronen gibt, falte sie. Am besten trage ich diesen Fang gleich in mein Fangbuch ein. Genau, dann hat man da auch so ein Fangbuch, sieht man ja oben bei den Icons.
wo man das dann alles nochmal nachgucken kann. Einer von den Steinen hat Geld. Das weiß ich noch ganz genau. Oh. Ach Quatsch. Das ist ja richtig hier. Wobei, vielleicht möchte ich doch erstmal das Ding hier fangen. Ein Grashüpfer. Jetzt hüpfst du erstmal in meine Sammlung, Kumpel. So, und jetzt zeige ich euch auch mal gleich, wie man hier so ein Ding ausgräbt. Und dann hat man hier so ein Fossil. Die findet man, glaube ich, in den allermeisten Fällen unter der Erde. Und diese Fossilien kann man im Museum abgeben. Und dann kriegt man dafür auch irgendwas, glaube ich. Oder, ja. Zumindest kann man dann im Museum später sich so coole Sachen angucken, wenn man die Fossilien, wenn man alle Fossilien von einer Art gefunden hat. Ich sollte es sofort zum Museum bringen und es dort untersuchen lassen. Natürlich lassen wir hier aber auch keine Löcher einfach offen. Deswegen machen wir die wieder zu. Leider konnten wir natürlich jetzt die Angel noch nicht erwerben. Dann müssen wir dann am... Also da muss man dann wirklich immer einen Tag warten und am nächsten Tag haben sie dann andere Sachen. Da werden sie dann wahrscheinlich die Angel auch wieder haben. Aber ich versuche immer wirklich so einen Part pro Tag, ne? Also nächster Part, dann nächster Tag. Ich versuche das immer so zu machen, wenn jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund ich für einen Tag zwei Parts brauche, weil da irgendwie dann doch ein Special Event ist oder so, dann können wir das auch mal machen. Aber grundsätzlich würde ich gerne pro Ingame-Tag immer einen Part. Und wie gesagt, wenn ich mehrere Tage hintereinander nicht aufnehme, stelle ich die Zeit wieder so zurück, dass wir trotzdem am nächsten Tag dann sind. Weil das macht einfach am meisten Sinn. So dass es für euch wie ein linearer Ablauf quasi ist. Wirklich Tag zu Tag. Auch wenn ich hier nicht jeden Tag die Zeit habe, einen Part aufzunehmen. So, hier haben wir gleich noch ein Fossil. Die kommen auch immer wieder mit der Zeit. Also das ist jetzt nicht so, dass wir ganz am Anfang eine gewisse Anzahl haben, sondern jeden Tag findet man hier dann neue Stellen. Aber die Steine. Die Steine bleiben immer an den gleichen Orten. Und noch ein Fossil. Ja, dann gehen wir hier so ein bisschen jetzt... können wir vielleicht doch nochmal in dem Part zum Museum gehen und die ganzen Fossilien alle abgeben. Dadurch kriegen wir aber leider, glaube ich... Oder war das so, dass man Fossilien... Ich glaube, man konnte Fossilien entweder im Museum abgeben oder verkaufen. Was ist denn das? Eine Falle. Ach so. Ich glaube, wenn man... Ich glaube, wenn man über so eine Falle rüberläuft, dann ist man im Boden stuck. Dann ist man im Boden gefangen. Ich glaube, so war das. Da kann ich froh sein, dass ich da nicht drüber gelaufen bin. Natürlich kommt man auch relativ einfach dann wieder raus, aber ist ein ganz lustiges Feature. Ich bin mir sehr sicher, dass jeden Tag das immer so war, dass ein Stein Geld ausspuckt. Moin, was geht ab? Oh, du bist Salihallo, Agaga. Willst quatschen, Agaga? Ja, mach. Hey, du hast da jetzt ein Haus, oder? Naja, ich hab ein Zelt. Jetzt musst du noch dein Zuhause richtig einrichten, damit es zu dir passt, die Fotix. Zeug für dein Haus findest du in Schlepp- und Nepsladen auf der Einkaufsmeile. Klamotten, die findest du in der Schneiderei. Ich lieb's total, immer wieder alle Läden auf der Einkaufsmeile abzuklappern. Da gibt's nämlich jeden Tag andere coole Sachen, die man kaufen kann. Richtig. Die ändern ihr Sortiment jeden Tag. Ich wollte jetzt wirklich ganz gerne diesen Stein finden, der die Sternis gibt, weil da verdient man sich echt gut dran. Aber warum... Ja. Oder vielleicht ist das erst an einem gewissen Tag so, oder vielleicht ist es auch gar nicht immer jeden Tag so. Wie gesagt, ich weiß vieles von dem Spiel auch nicht mehr. Das war jetzt nur so ein kleiner Trick, der mir noch eingefallen ist. Oh, ein Fossil, ja. Oh. Na, dann tausche ich das aber aus gegen die Blume. Und pflanze die stattdessen hier dann einfach erstmal ein. Nein, ich wollte nicht noch ein Loch machen. Ja, man kann die Fossilien auch in der Fundgrube verkaufen, glaube ich. Dafür kriegt man dann auch ordentlich Asche. Aber dafür kann man sie dann halt nicht im Museum ausstellen. Also es ist halt immer... Ich glaube, ich bringe sie ins Museum. Jawohl! Wir haben ihn gefunden, seht ihr? Und dann gab es noch so einen ganz coolen Trick. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Habe ich schon verkackt? Nee, habe ich noch nicht verkackt. Es gab noch so einen ganz coolen Trick. Den habe ich jetzt nicht angewandt. Ich glaube, das war hier so von wegen Loch hinter sich kramen. Da kann man nämlich nicht zurückfallen beim Dings raufhauen. Und dann kriegt man mehr raus. Weil das ist, glaube ich, zeitlich begrenzt, wie viel man kriegt. Huch, meine Taschen sind voll. Was soll ich damit machen? Alter, das ist mir jetzt irgendwie mal egal hier. Die Bedienungsanleitung brauche ich nicht. Weg damit. Jetzt muss ich natürlich für jeden Geldsack einzeln ins Inventar gehen. 1000 Sternis in den Geldbeutel. So, und das hier sind, glaube ich, 500er. Dann müssen wir echt mal hier verkaufen gehen. Ach so, das wird dann immer weniger. Aber alles in allem lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen, wie ihr sehen könnt.
Dann gibt es eben diesen Trick mit dem Loch dahinter, dann kriegt man, glaube ich, noch ein bisschen mehr raus. Müssen wir gucken, ob ich das beim nächsten Mal anwenden kann. So, 3000 haben wir. Und dann kann ich das Ding hier doch erstmal wieder mitnehmen. Ich werde mal erstmal hier verkaufen. Alles, was jetzt kein Fossil ist, verkaufe ich. Und dann schaue ich vielleicht bei Melinda vorbei. Dann gehen wir noch ins Museum. Und dann reicht es vielleicht sogar schon für den Part. Machen wir vielleicht im nächsten Part dann irgendwie das restliche Geld zusammen. So, ich möchte das verkaufen. Bringt mir die Bedienungsanleitung was? Ich meine, ich brauche die nicht wirklich. Ich habe mir die jetzt auch nicht durchgelesen, aber die ist mit Sicherheit für dieses Amiibo-Zeug da. Den Zitronenfighter kann ich verkaufen, Grashüpfer kann ich verkaufen. Das behalte ich erstmal noch. Falle meinetwegen auch. Das ist alles. Lass mich das mal kurz zusammenrechnen. Okay, das ist echt nicht viel. Na, aber nehme ich trotzdem mit. Dann sind wir schon bei 4 von 10. Meinetwegen. Gut, gut, gut. Dann ab zu Melinda. Die wollte mir ja noch ein paar Sachen über meine Arbeit hier sagen. Die würde uns jetzt erzählen, wie wir hier so Sachen in der Stadt verändern können, Sachen umplatzieren können und so weiter und so fort. Denn das steht uns als Bürgermeister natürlich zu. So, dann sollten wir uns ja hier hinten raussetzen. Oh, Bürgermeister Typhotix, hast du dich schon ein bisschen eingewöhnt und alles ausgepackt? Ja, so lala, aber schon. Echt? So schnell? Du bist ja ganz schön fleißig. Ich wohne schon ewig hier und in meinem Wohnzimmer stapeln sich heute noch Umzugskartons. Das ist traurig. Ups, ich bin schon wieder nun am quasi Weichen stehen geblieben. Genau. Ich wollte dir noch etwas über das Rathaus erzählen. Normalerweise stehe ich am Informationsschalter. Dort kann jeder Einwohner Informationen über Vertigo oder allgemeine Ratschläge bekommen. Am Informationsschalter gebe ich dir Ratschläge für das Leben in der Stadt. Außerdem nehme ich Vorschläge für neue Stadtmelodien oder Flaggendesigns entgegen. Wenn du dich über die Zufriedenheit der Einwohner informieren willst, ist das ebenfalls möglich. Allerdings musst du dafür zum Schalter kommen, wie jeder andere Bürger auch, obwohl du eigentlich kein normaler Bürger bist. Auch für den Bürgermeister gibt es da keine Ausnahmeregelung, warum auch immer. Nimmst du deine Aufgaben als Bürger... Fast hätte ich es vergessen. Du brauchst ja eine Genehmigung, um Vertigo nach deinen Vorstellungen gestalten zu können. Das bedeutet ein bisschen Arbeit, aber keine Sorge, ich helfe dir dabei, also wird das ruckzuck erledigt sein. Das ist gut. Du scheinst ja gleich richtig anpacken zu wollen, das gefällt mir. Du scheinst dich in deiner neuen Rolle ja richtig wohl zu fühlen. Immerhin sitzt du schon auf dem Bürgermeisterstuhl. Dort kannst du deine offiziellen bürgermeisterlichen Aufgaben erledigen. Ich helfe dir dann wie immer dabei. Sobald ich eine freie Minute habe, werde ich mich um deine Genehmigung kümmern. Okay. Dann war das auch schon alles, was du mir sagen wolltest, hoffe ich jetzt einfach mal. Und dann müssen wir wohl nochmal irgendwie einen Tag oder zwei warten und dann ist er wahrscheinlich mit der Genehmigung auch fertig. Gut, hat er gar nicht so lange gebraucht. Dann würde ich jetzt mal nur aus Neugier gerne erstmal wissen, wie viel würde mir denn ein so ein Fossil bringen? Will ich jetzt vielleicht auch nochmal ganz kurz nachgucken. Ich will die eigentlich alle ins Museum immer bringen, weil es gibt auch genug andere Einnahmequellen so an sich, aber ich möchte es jetzt mal trotzdem ganz gerne wissen. Die sind wahrscheinlich auch nicht alle gleich viel wert, aber wenn ich jetzt einfach mal hier irgendwie hier so ein Fossil... Nein, 100 Sterne ist das, finde ich in Ordnung. Das ist mir nicht genug. Dann ist es also das Museum, gut. So, unser Haus ist jetzt aber... Was ist denn jetzt los? Oh, hallo, Entschuldigung. Würdest du mal kurz herkommen, bitte? Was? Naja, das ist nicht ganz die richtige Richtung, weißt du? Ja, was ist denn... So ist recht, noch ein Stückchen weiter. What the fuck geht denn hier ab? Oh nein, 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 hier meinte ich, Entschuldigung. Ja, dann das gibt dich doch mal zu erkennen, Alter. Ja, das sieht sehr gut aus, hier entlang, weiter so bitte. What the fuck? Oh, welch ein Glück. Verzeihung, ich habe mich nicht vorgestellt. Lampe, mein Name. Pardon, ich komme aus einer Lampe. Es ist mir sehr unangenehm, weil ich müsste dich noch um einen Gefallen bitten und so. Könntest du die Lampe an einen ruhigen, sicheren Ort bringen? Zu dir nach Hause, bitte? Ich würde mich natürlich erkenntlich zeigen. Was hältst du denn davon? Puh, okay, ja. Das würdest du wirklich tun. Vielen, vielen Dank.
Ich bin etwas schüchtern und fühle mich an für jedermann zugänglichen Orten nicht so wohl. Aber dank dir brauche ich mir darüber gar keine Gedanken mehr zu machen. Du bist echt ein Schatz. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das Ding bringt. Ich habe keine Ahnung. Könnte ja ein Flaschengeist sein, der mir Wünsche erfüllt. Gut, wir haben auch immer noch das Zelt hier. Dann stelle ich die Lampe einfach mal in mein Zelt, schätze ich mal. Entschuldigung, die Störung, Herr Bürgermeister. Alter, alle wollen sowas von mir hier. Wie aufregend, das ist ja wie im Zeitlager. Im Zeitlager, ja. Natürlich, ist wie im Zeitlager. Wie im Zeltlager, das erinnert mich an meine Kindheit. Abends hat sich dann immer jeder eine Kartoffel über dem Lagerfeuer gegrillt. Wir haben sie vorher in Alufolie eingewickelt, damit sie nicht verbrennen. War das geil. Oh nein, ich bin schon wieder abgeschweift. Tut mir leid. Wie auch immer, Typhotix, ich habe dir was Schönes mitgebracht. Das ist eine Laterne. Die habe ich in einem Schrank im Rathaus gefunden. Ich dachte, sie wäre perfekt für dich, weil du in einem Zelt wohnst. Wenn du auf das Ding da drückst und oder X drückst, öffnest du dein Inventar. Wähl dort die Laterne aus und wähl dann hinstellen. Würdest du das bitte mal für mich tun? Jetzt willst du auch sehen, dass ich kein Vollidiot bin. Ja, okay. Ja, wir können sie ja im Nachhinein sowieso nochmal irgendwie umdisponieren. Stell ich erstmal einfach so hin. Ja, genau so. Und als nächstes stell dich vor die Laterne und drücke A, um das Licht anzumachen. Versuch's mal. Super! Die ist so alt, dass ich mir nicht sicher war, ob sie noch funktioniert, aber sie leuchtet ja einwandfrei. Du kannst dich auch vor die Laterne stellen, A gedrückt halten und dann mit dem Schiebepad bewegen. So kannst du die Laterne verschieben und in jede Richtung drehen. Stell sie dir hin, wie sie dir gefällt. Oh, ist es vielleicht noch zu hell draußen, um die Laterne anzumachen? Wenn du das Licht nicht mehr brauchst, drücke A, um es abzuschalten. Drücke Y, um die Laterne aufzuheben und sie in deine Tasche zu stecken. Das wäre erstmal alles. Tut mir leid, dass ich einfach so reingeplatzt bin. Tschüllidö. Ja, ich brauche das Licht jetzt tatsächlich noch nicht. Wir verschieben das mal in die obere linke Ecke. Und wenn dieses, wenn dieser Sound kommt, dann kann man es nicht noch weiter verschieben. Also, dann ist da eine Wand. So, hinstellen die Zauberlampe. Vorbereitungen laufen. Buhu, der Lampengeist. Das ist ganz kurios. Wir stellen die einfach mal da so hin. Und dann haben wir jetzt natürlich noch von dem Glückskeks hier dieses Wii-Balance-Ding da. Ach so. Ja, dann kommt das meinetwegen dahin. Gut, das wäre dann erstmal alles vom Haus. Keine Ahnung, was diese Lampe da macht. Wenn ich wiederkomme, ist mein Zelt wahrscheinlich abgebrannt oder sowas. Ich hoffe es einfach mal nicht. So, und wenn wir jetzt hier schon eine Blume rechts von unserem Zelt haben, dann bin ich auch mal so frei. Und pflanze eine... Ach, Dreck. Da sollte sie nicht hin. Oder kann ich die nicht direkt vor meinen Briefkasten machen? Doch, das geht. Sehr gut. So, dann können wir auch eigentlich gleich mal hier so ein bisschen am Strand noch den ganzen Kram hier einsammeln. Wir brauchen die Asche ja. Führt ja doch kein Weg dran vorbei. Ich glaube, das Effektivste ist wirklich das Angeln, wenn man Geld haben will. Also so seltene Fische hier irgendwie angeln und dann verkaufen. Die haben wir leider jetzt noch nicht, die Angel. Die müssen wir uns dann im nächsten Part kaufen. Aber schön friedlich hier. Das gefällt mir wirklich gut an dem Spiel, an Animal Crossing generell. New Leaf natürlich das einzige Animal Crossing, was ich so wirklich gespielt habe. Dementsprechend da nochmal einfach die Nostalgie, die bei mir so ein bisschen mit reinwirkt. Wo ist das jetzt? Achso. Ach, komm doch mal bitte jetzt wieder. Du Scheißviech, kommst jetzt hierher. Wo ist denn das hin? Ach, scheiß drauf. Ich hoffe, man kriegt, da hat man da dann irgendwie Sterni-Belohnung gekriegt, wenn man da Fossilien abgegeben hat oder ob es da wirklich gar nichts gibt für. Guten Morgen. Eugene oder Eugen. Als Nachteule bin ich tagsüber immer etwas schläfrig, müssen Sie wissen. Willkommen im Museum von Vertigo. Sind Sie nicht der neue Bürgermeister? Ich bin Eugen, der Direktor dieses Museums. Es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen.
Wir beherbergen hier Ausstellungen aus den Bereichen Archäologie, Naturwissenschaften und Kunst. Immer wenn ich den Schnabel aufmache, sprudeln die Worte wie ein Springbrunnen aus mir heraus. Tut mir leid, ich werde versuchen, mich zu bessern, aber sobald meine Gedanken Fahrt aufnehmen... Also gut, ich fange noch einmal von vorne an. Diesmal werde ich mich kurz fassen. Dieses Museum stellt Insekten, Fische, Fossilien und Kunstwerke aus. Und all das tun wir, um Vertigo zu einer aufregenderen Stadt zu machen. Im Moment haben wir jedoch ein kleines Problem. Die Zahl unserer Exponate beträgt 0. Ja, das ist mir jetzt aber peinlich. Aber vielleicht könnten Sie uns helfen? Ja, das können Sie. Und zwar, indem Sie dem Museum neue Ausstellungsstücke zur Verfügung stellen. In dem Fall wäre ich Ihnen vertreten für ganz Vertigo zu allerherzlichstem Dank verpflichtet. Nun gut, also, was ich vergessen hatte, Insekten, Fische und so, dass man das alles auch hier irgendwie mit reinmachen kann. Wir werden uns erstmal nur um die Fossilien kümmern und die Fische nach Möglichkeit verkaufen. Wobei man natürlich auch Fische in ein Aquarium stellen kann. Das werde ich auch machen, bei Fischen, die mir gut gefallen. Aber das wird jetzt erstmal unsere Einnahmequelle sein, um an die 10.000 Sternis zu kommen. Dementsprechend aber die Fossilien könnte ich abgeben. Ach so, Fossilien analysieren. Na denn, was soll ich denn analysieren? Alle Fossilien, bitte. Irgendwie konnte man die auch genau... Ich weiß jetzt nur nicht mehr, was das gebracht hat, die zu analysieren. Oh, mehr als nur ein Fossil, wie ich sehe. Werfen wir mal einen Blick darauf. Oh, diese seltenen Fossilien haben wir allesamt noch nicht in unserer Sammlung. Was für eine Überraschung. Sie sind ein wahrer Experte im Aufspüren von Fossilien. Das macht mich ehrlich gesagt ein wenig neidisch. Vielleicht kann ich Sie überzeugen, die Fossilien für die Förderung der Kultur in Vertigo zu stiften. Ja, wenn du mir Geld gibst. Zuerst gebe ich sie Ihnen allerdings zurück. Aber denken Sie bitte über eine Spende nach. Wir können auch einfach tauschen. Kann ich noch etwas für Sie tun? Ja, dann stifte ich mal. Was möchten Sie stiften? Ach so, und nachdem es einmal analysiert ist, wissen wir dann auch, was genau das ist. Stegosaurus-Schwanz, Dino-Ei, Archelon-Schädel. Oh, Sie haben uns dabei einige tolle Dinge mitgebracht. Sehen wir uns das mal an. Oh, diese großzügige Spende nehme ich natürlich gerne entgegen. Oh, machen Sie sich keine Umstände, ich kümmere mich um alles. Ich sorge höchstpersönlich dafür, dass alle Spender einen angemessenen Platz bekommen. Vielen Dank. Kann ich noch etwas tun? Ja, du kannst mir was dafür geben. Gut. Man kriegt also nichts dafür. Dann ist die Einnahmequelle wohl doch eine andere. Man kann auch in Schlepp- und Nepsladen Dinge verkaufen, aber die geben dann weniger als die Fundgrube. Dementsprechend ist die Fundgrube da im Regelfall, glaube ich, die bessere Wahl. Hat man auch mal irgendwie mehr Inventarplatz dazu gekriegt? Das ist natürlich nicht ganz so viel. Pfirsiche sammeln und verkaufen hat jetzt auch nicht so mega das große Geld gebracht, um ehrlich zu sein. Wer ist denn das? Hä? Kenn ich den hier? Grocki. Na, was macht das Abendbürgermeister? Scheitest und weitest du schon? Bin gespannt, wann wir hier die ersten Resultate zu sehen kriegen. Ab. Der ist neu, oder? Willkommen in Vertigo. Der ist auf jeden Fall neu. Der war vorher noch nicht mit dabei. Aber ist ja auch klar. Am Anfang sind nicht ganz so viele da, mit der Zeit ziehen dann immer mehr Leute hierher. Wenn sie unzufrieden sind, ziehen sie aber auch wieder aus. Deswegen muss man die Zufriedenheit da so ein bisschen auch im Kopf behalten. Eine Nasenschrecke. Sie hat ihre Nase in meinen Kecher gesteckt. Insekten gibt es ja, glaube ich, am Strand eher nicht zu finden. Dafür aber jede Menge Muscheln. Die Muscheln geben auch, glaube ich, ein bisschen mehr als die normalen hier. Dann gibt es hier noch diesen Steg. Der wird aber später erst für uns relevant. Lol. Man kann sogar den Kescher ins Wasser tun. Frag mich, ob man damit einen Fisch kriegen kann. Gut, zwei Plätze haben wir noch. Nehmen wir die beiden hier noch mit und verkaufen das dann noch. Hoppla, meine Taschen sind voll, dass ich den Gegenstand nicht ins Inventar zurücklegen kann. Okay, dann behalte ich den Kescher erstmal in der Hand. Lustigerweise, wenn ich euch jetzt hier, guck mal, wenn ich jetzt aber hier in den Laden gehe, legt er den Kescher ja auch zurück in der Tasche. Guck mal, da geht's dann plötzlich wieder. Das ist auch ganz witzig. Aber gut. Über so eine Kleinigkeiten will man sich jetzt nicht auslassen. Was ist denn das? Irgendwie ist es volle Stunde? Achso, ja, volle Stunde, 14 Uhr heißt es jetzt. Da ertönt dann scheinbar auch in der Stadt eine Glocke. Ja, von dem, was wir hier haben, alles. Außer natürlich die Schaufel, ist ja klar.
2830 Sterne ist ja, ist jetzt nicht übel, aber mein Gott, ey, das dauert. 3100 Sternis müssen wir dann im nächsten Part noch irgendwie zusammenkratzen. Aber das wird kein Problem sein, dann ist es ja wieder ein neuer Tag mit neuen Ereignissen und dann können wir auch wieder den neuen Stein und so hin. Ach, guck mal, wenn da jetzt da gerade so schön noch ein Insekt ist, dann ziehe ich mir den aber noch. Nun gut, damit hätten wir unser Soll und Muss für diesen Part erstmal erfüllt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, Leute. Bis dahin und tschö.